So, ihr Lieben. Wir wollen gar keine Zeit verlieren. Hey, sondern wasn't there a gigantic crash ship on Zepho? Think there's any good loot in that thing? Ja, warum wollt ihr denn immer, dass ich nochmal irgendwo woanders hinreise? Wir wollen doch zu Dathomir. Ich will nicht nochmal woanders hin. Guess we could go to Dathomir. Oder er wollte einfach nicht. Er mag ja den Planeten nun absolut gar nicht. Really putting some wear and tear on my ship. We always wanted to explore the whole galaxy. And did you? We explored many planets. Tombs and temples related to the Zepho and Jedi. But I hit a limit. To him, there was no limit. The poor crazy old guy was left alone. He was always alone, even when I was with him. He cared about his work and the future more than anything else. He didn't have the time. He was always on the move. Logano was the first place I ever saw that looked like he settled, even for a brief moment. Time to land. Get up here. Ja, dann machen wir das mal. Der arme Jedi-Meister, ne, war ganz allein unterwegs in der Galaxis. Aber so viel reisen wir ja eigentlich nicht, ne? Es sind jetzt 4 Planeten, Bogano, Zepho, Kashyyyk und Dathomir, was ja okay ist für so ein Spiel, ich meine ja nur. Doors, I got walls, I got Jedi, I'm fine. Yeah. Hey, Cal, you and her. Is everything all right? I don't know. That's not what's important right now. You know, Seer believes in you. And to tell you the truth, I didn't really think that much of you at first. I noticed. I mean, she got me to follow you to the scariest place in the galaxy, so, you know. Yeah, that's true. Well, I hope you two can sort this thing out soon so we can finish this quest and go relax somewhere. I know a great castle on Takodana that makes the best bloody rancors in the galaxy. Okay. Okay. Takodana ist uns bekannt durch Maz Kanata. Cal, do you have a moment? Ja, natürlich. We've come a long way since Braca, but the path is far from over. I want you to know the difficult challenges ahead. I can handle it. I know what you can do. I'm not denying that. And I know what has to be done. I've done it before. Cal, even the strongest of Jedi. I'm not Trilla. I'll be fine. I know you're not. I didn't say that. I'm not asking you to say anything. It's okay, Seer. Really. Just be safe, Cal. That's all. Hey. I know we haven't been on great terms, but can I talk to you about something? I need your help. I'm listening. I've reconnected with the Force, but I still feel blocked. Why do you think that is? Every time I open myself up, I see Master T'Pol. You felt this, yet you've continued deepening your connection to the Force. You know what that says to me? That I don't know what's good for me? That you're strong enough to embrace your emotions. Give yourself time. Seer, I... Thanks for helping me. Means a lot. Ja, war doch ganz nett. Ich habe mich jetzt übrigens dafür entschieden, dass wir uns doch nochmal umziehen. Outfit. Zum ganz klassischen. Ja, BD-1 bleibt auch so, wie es ist. Okay. Und wir sind wieder auf unserem Lieblingsplaneten, Leute. Wie nice ist das denn? Ja, moinsen. Dathomir is wieder da. Oder wir sind wieder da. Dathomir, sollen wir mal ein bisschen zurücklehnen hier. Okay, wir kennen die Wege. Da kommen wir ja jetzt gerade nicht lang. Und wir kennen auch die ganzen Gegner hier, die uns bestimmt wieder erwarten werden. Diesmal aber sind wir etwas stärker als zuvor. Das gereicht uns hoffentlich zum Vorteil. Es dürfte jetzt also nicht mehr ganz so anstrengend sein, dahin zu kommen. Okay. Ich dachte, ich kann da hochhüpfen, aber offenbar kann ich das nicht. So, da zum Beispiel unser Kollege Schnürschuh. Der hätte schon Bock.
Okay. Ich dachte, das würde ein bisschen einfacher ablaufen. Offenbar nicht. Zeit für ein paar Abkürzungen. Wenn du was scannen willst, dann mach das doch. Oh, boy. Hey, BD. BD, komm. Wenn ich hier stehe, will er mal weg. Hanging in there? Also jedes Mal, das ist mir schon so oft in diesem Spiel passiert. Ich kann da nicht gehen langsam. Hä? Als wäre der hier getriggert. Das hier haben wir ja auch schon gemacht, ne? Das ist ja nichts Neues. Das kennen wir ja alles schon. Eigentlich können wir doch schnurstracks geradeaus laufen. Und zu dem Punkt, aber was ist denn jetzt mit BD gewesen hier? Ah. Ach, die Kiste hat er noch gesehen. Stimmt. Stimmt, wir hatten ja ganz viele Kisten hier. Ich glaube auch, da unten ist auch noch eine. What's that, BD? Neuen Sender, Margus. Oh, sehr schön. Stimmt, es gibt einige Kisten, die wir noch entdecken können. Hi. Stop him from moving. Not so bad. A solid hit. Come, fight! BD, I need help. Cannot endure. Okay. So far, so good. Das heißt, wir können erstmal speichern. Wir kennen die Umgebung hier. Wir kennen die Feinde. Es ist alles nicht ganz so leicht, hier durchzukommen. Oder ich stelle mich einfach nur furchtbar schrecklich an. You present yourself to us. Move forward. Krueger is down there. I got you. Fight me, you coward! Stop moving! You won't kill me! Come down, outsider! Da haben wir doch guten Prozess mit denen gemacht. Ach Gott, stimmt. Ja. Hatten wir nicht schon die Abkürzung freigeschaltet? Eigentlich schon, ne? Ich kann auch direkt hier durchlaufen. Genau. I knew it. Der alte Mann ist noch da. Soll ich da jetzt... Wir quatschen mal mit ihm. Mind the drop. You never know what you'll find in the pits of Dathomir.
Das war's. Mehr Neues erzählst du uns nicht. Aber jetzt haben wir ja den Sprung, deswegen kommen wir jetzt hier weiter. Oh boy, Alter. Nur deswegen mussten wir diesen riesen Umweg laufen. Nein, werde ich nicht. Looks climbable, but not without equipment. Ah. Die! Wow, ist es. Das ist einfach nicht deren Ernst, oder? Jetzt verstehe ich auch, warum wir hier runterkommen können, aber nicht runterfallen. Wow. Can't believe we made it. Ja. You sure know how to have fun. Ja, schön, toll, sehr nice. Das ist also das Rätsels Lösung, wie wir hier runtergekommen sind. Und ich habe hier Stunden, also nicht stundenlang, aber sehr lange hier einfach Zeit vergeudet, weil ich nicht wusste, wie kommt man denn da runter, wie geht's denn weiter. Traurig. Ja, wir müssen eigentlich da hoch. Und jetzt müssen wir über den Untergrund rein. Das war ja anzunehmen. Genau. Das haben wir ja schon von weit entfernt gesehen. Aber gut, okay, ist es so. Immerhin geht's jetzt voran. Das ist ja schon mal viel wert. So, aufgelevelt sind wir leider noch nicht. Das heißt, uns fehlt noch ein weiterer Fähigkeitenpunkt für den Lichtschwertwurf, den ich unbedingt gerne in diesem Let's Play hier zeigen wollen würde. Ach komm. Die Tür. Was? Wo soll ich denn dann lang? Ach da. Nee, hä? Jetzt geht das schon wieder los. Hier? Nö. Huh. Da oben ist doch... Ja. Aber warum nicht? Was sind das eigentlich für ekelhafte Pflanzen da drüben schon wieder? Okay, da oben geht's in irgendeiner Art und Weise lang. Ach, hier. Alles klar. Okay. You will go no further. Stand aside. No. He was right about you. Who? What? Jedi are thieves and selfish liars who bring nothing but death. Back off. If you attack me again, I'll strike you down. Oh, I won't do a thing. But my murdered sisters. Warum? They will have their revenge. Wieso ist die so? Wieso ist Kerl so? Ja. Let's check it out, those Zombies. Untote Schwester der Nacht. Unerbittlich, sprungfähig, extrem aggressiv. Greifen in Schwärmen an, lass dich nicht umzingeln. Nur wenige haben die Begegnung mit einer untoten Schwester der Nacht überlebt. Man nimmt an, dass sich diese mumifizierten Kriegerinnen an unheilvollen Abenden oder auf Befehl einer Hexe aus den Bestattungskapseln auf den alten Friedhöfen der Schwester der Nacht erheben. Sie reagieren feindselig auf alle Lebewesen mit Ausnahme der Schwestern der Nacht, die sie befehligen. Sobald sie ihre Beute erblicken, stoßen sie einen markerschütternden Schrei aus, um alle Untoten in ihrer Umgebung zu sich zu rufen. Sie greifen in wilden Schwärmen an und attackieren ihre Opfer mit Klauen und Zähnen. Warum ist er so gemein zu der? Let me see. Er ist ein Jedi. Bleib mal ein bisschen entspannt. Junge. He still got much to learn. Ja, hoch, sorry.
More undead. Ja, ja. Die lassen sich ja relativ easy zerhackstückeln. Ich muss nur auch mein... Thorsten! Okay. Little help, BD. So, ich mach jetzt alles kaputt hier. Schnauze voll. Aber ganz ehrlich, wenn du schon mal irgendwo warst, dann nimmt dir das so ein bisschen die Furcht vor dem Ort. You have to confront your fear. Confront your fear.